Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. So, Pokémon X, Soul Link. Vielen Dank für die ganzen Subgifts. Dankeschön. Und wir spielen Soul Link. Das letzte Mal hast du ja leider den Encounter verkackt hier auf der Route. Hey, wie 19 Jahre treu. Dankeschön. Ja, tut mir leid. Ich bin leider weggelaufen davor. Ich hatte irgendwie Angst vor diesem Pokémon. Oh, schick, Blilo raided mit 73 Personen. Hallihallo, liebe Leute zusammen. Und? Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Stream. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Willkommen zu unserer Pokémon X Soul Link Randomizer Challenge mit dem lieben Jan. Ne? Hier ist Little schön auch bei Jan, Cheechan, wenn, ihr Bock wenn ich das richtig sehe. Danke für 20 Monate Treue und King Matt Dave. Danke, dass du auch nochmal 5 Subs rausgeballert hast. Super geil von dir und euch 5. Viel Spaß mit dem Sub. Und damit die Community tatsächlich noch unbekannt ist, sage ich einfach mal, ich bin der Chris. Hier ganz viele lustige Sachen, wie zum Beispiel Pokémon. Oder morgen Luigi's Mansion. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und genießt jetzt diese. Was auch immer uns noch passieren wird. Und Gizoid, der erste bei Erstkill. 34 Jahre treu, dankeschön. Dann noch Charlene, 9 Monate treu. Glückwunsch zum Stream, Baby. The Shadow Ghost, danke für 10 Monate treu. Und Gizoid, danke, dass du 5 Leute als Glücksknills adoptierst. Ein ganz, ganz fettes, muskulöses Dankeschön. Muskulöses Dankeschön. Ein muskulöses Dankeschön. Dankeschön. Ein muskulöses Dankeschön. Tobi, 10 Monate treu, danke dir. Ich wäre dafür. Dafür flexst du jetzt einmal in die Kamera für dieses muskulöse Dankeschön. Okay. Leider habe ich die Arme nicht frei. Wunderschön. So, ich spiele schon weiter, Jan, und du auch? Nö. Ich habe darauf gewartet, dass wir unser Team nochmal zeigen und was wir, wen wir mit wem verbunden haben, aber du bist einfach schon weitergelaufen. Bernadetta, okay, Entschuldigung, danke, dass du Melly einen Sub geschenkt hast. Super geil von dir. Okay, dann gucken wir jetzt ins Team. Jetzt drücke ich auch erstmal die Trickste weg. Aber ich habe ja sowieso mal auf meiner Liste, das heißt, du kannst ja gerne deins schon mal zeigen und ich kann gleich sagen, wer zu wem gehört. Mach das mal. Alter, ich habe noch Hun Hong Krax im Team. Wer ist das überhaupt? Darf nix. 44 Jahre treu. Dankeschön, dass es Medital ist. Ah. Ich weiß nicht mehr, mit wem es kombiniert war, to be honest. Mit Ordoch. Mit meinem shiny Ordoch. Hat der sogar Mentalkraft? Wir sind leider massiv überlevelt, Leute. Aber wir hoffen, das legt sich langsam mal wieder. Aber wir kloppen mal dauernd legendäre Pokémon um. Ne? Das ist ein bisschen kacke. Moin, sind wir ewig nicht mehr da. Dann wünsche ich dir einen angenehmen Stream. Wollen wir durchs Team gehen? Machen wir. So, 22 Jahre treu. Vielen Dank. Ich habe noch Erika hier. Mein Efoserb. Efoserb. Das ist mit meinem Floette oder Floette verbunden. Was ist ein Floette? Das habe ich mir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen hat der Flabébé irgendwann zwischen. Wobei, das war da. Nee, doch, das habe ich. Nee, das war das Geschenk vom Professor. Habe ich Flabébé mitgenommen. Okay. Dann haben wir Mia das Rettern. Rettern ist verbunden mit meinem Fleckneul. Mein Fleckjul. Dann haben wir noch Lia, das OP-Durengard. Verbunden mit meinem Azumarill. Azumeli. Und zu guter Letzt DK, das Rutainer. Ja, verbunden mit meinem Reskaidero. Gut, und wie gesagt, Meditalis mit Ordoch, Shiny Ordoch. Was uns einfach random aus dem Gebüsch angesprungen ist. Ja. Ich gehe übrigens noch mal ganz kurz zurück in die Stadt, weil ich möchte doch meinen Rettern umbenennen, weil ich fand den Namen, der letztes Mal vorgeschlagen wurde, mit Medusas leider zu lustig. Ich laufe dann schon mal weiter und prügel Leute um. Mach das. Wolltest du nicht irgendwas umbenennen? Ja, siehst du hier, guck mal, Lutaku, ey. Richtig mit dem Five-Fett-Gedächtnis. Ich habe gerade die Göre mit ihrem Radfratz als Gegner. Guck mal, boah, das könnte ja tatsächlich sogar legitim sein. Schon? Level 16. Nee, du. Ach, Yundok. Saß. Ich lass das mal. Sie heißt Chihiro. Der Fünfkopf. Legendäres Ar. Nein, nicht ganz. Hallo, Bredi, Nasknet. Was wird aus Lia, Mia, Pia und Kia? Tot. Ja, das hat gerade ganz gut gepasst mit dem Tod. Habt ihr alle Leaks gesehen? Nein, und wer über Leaks redet, der wird einfach für 900 Jahre gebannt. Pokémon-Leaks? Bitte nicht. Ich weiß immer noch so wenig zu dem Spiel und ich möchte, dass es dabei bleibt. Kein Leak-Tor. Warum bin ich eigentlich ins Gras? Also, guck mal, was ich noch hätte kriegen können. Ein Kronjuwel, das ist ja gerade aufgetaucht. Diesmal Winterkleidung. Ich glaube, bei dir hat es immer. Oder? Nee, bei mir hat es. Winter? Ich habe eine Pirsif-Beere geschenkt bekommen. Danke. Es hatte bei mir letztes Mal noch Herbst, glaube ich. Oder? Okay, dann war das bei mir, der das Winter hatte. Hä? Okay, ich habe noch eine Pirsif-Beere geschenkt bekommen. Ich will nichts wissen. Wo hast du denn gegen die Göre gekämpft? Hier ist doch erstmal die Malerin. Die Malerin war eine Göre. Ach ja, stimmt, die sind ja auch gerandomized. Das hab ich wieder vergessen. Bei mir ist sie eine Gräfin und schickt ein Krakelo ins Rennen. Okay. Oh, Doppelkampf.
Aber ich habe jetzt das Pokémon-Spiel eigentlich raus. Mittlerweile wissen wir ja auch ungefähr, wie. Wie dieses Type-Theme funktioniert. Auch wenn ich finde, es ist im. Also in den anderen Randomizern doch ein bisschen schöner gelöst mit dem Type-Theme. Wird das hier, der Trainer behält seinen Kram oder wie war das? Ein Typ wird behalten und der andere wird gerandomized. Oder nee. Nee. Nach einem von diesen Typen, den er hat, sagen wir jetzt, wie zum Beispiel in der Arena hatten wir ja Käferflug, kriegst du entweder einen random Käfer oder einen random Flug-Pokémon. Ah, okay. So war das geregelt. Oh, der Damage, ey. What the fuck? Hallion, danke dir für deinen Sub. Bekommen wir den Glückspilz. Vielen Dank. Ein Link wollen wir zusammen gucken an. Ja, der Squad-Stream ist, müsste eigentlich drunter. Direkt über dem Chat oder über dem Stream sein. Kann es sein, dass Doppelkämpfe nicht gerandomized sind? Doch, hatten wir. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht drauflust hat. Das wäre ziemlich. Bitter dann nicht, Gott sei Dank. Aber ich überlege gerade, was die hier im Normalen hatten. Ah ja, farbige ist wahrscheinlich, ne? Ich bin wieder aber da. Hallo, Kehl. Ich frage mich, bei welchem Doppelkampf du gerade bist. Den danach mit Leo und Nardo. Die beiden Malern. Nardo. Squad-Stream ist ganz nett, aber zwei Bildschirme sind netter. Das stimmt. Und 15 Subs sind besser als 10, nicht wahr, Zorbi? Ja, stimmt. Ich habe gerade irgendwie war ich gerade ein bisschen verwirrt von diesem Doppelkampf, aber gut. Hat ja gut geklappt. Lötchen, 34 Jahre treu. Vielen Dank dafür. Azumere levelt immer weiter. Mittlerweile schon Level. Wobei? Wie sind deine Werte? Das muss ich gleich mal gucken. Mittlerweile Level 21. Sesokids und Kronjuwild. Das ist ja schon irgendwie ironisch, oder? Geil. Ich hatte Radikal und Miltank. Schweinepriester, Dankeschön für die Subs. Ich habe Subs gehört. Danke dir. Und Rest Caldero möchte Zugabe lernen. Nee, lass mal. Ich glaube, der Scanner ist mir dann doch ein bisschen lieber. Irgendwie. Ich mache einfach trotzdem Grasmix. Das ist mir doch egal hier, Mann. Juckt. Habt ihr schon ausgemacht, wann das auf YouTube kommt? Juckt, Lia. Boah, das macht er so gut. Das macht sicher nicht, bevor es nicht abgeschlossen ist. Hast du es abgeschlossen? Dein Zimmer? Weiß nicht. Schließt du dein Zimmer ab? Hast du Svenja schon wieder ausgesperrt? Nee, heute nicht. Heute darf sie in der Wärme bleiben. Scheiße, ey. Extra ein weiteres Zimmer. Hä, wieso ist denn, warum hat gerade Efusiab die Rank rausgeholt bei einem Tackle? Das sind aber keine angemessenen Animationen. Oh mein Gott, ist das ein Schaden gewesen gerade. Ich muss sagen, der Nasswasch ist sogar ziemlich geil auf Azumarill. Angriff und Spezialangriff sind etwa ähnlich. Ja, schade, dass du nicht Haftkoloss drauf hast. Ich hätte einfach mal ein wildes Togekiss hier haben geil. Können. Okay. So, erstmal schön den Bedroher drauf kloppen, Leute. Frühling und Winter, das stimmt was nicht. Ja, stimmt, ne? Sesokids ist bei mir Frühling, Kronio, wildes Winter. Wait, what? No, Togekiss! Lass mich gehen! That's not how it works. Alter, Hunronk, Honk, Krax. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Oh, also. Shit. Please don't kill me. Scheiß, Sama, danke für 2 Monate Treue. Danke dir. Ich wechsel. Warum wechselst du denn, Jan? Hast du etwa Angst vor dem wilden Pokémon? Ja, das Togekiss kann mein Ohr doch killen. Oh. Ist immer noch mit seiner Aurasphäre. Und es... Irgendwie will ich nicht fliehen. Guckt euch mal den Schatten an, Leute. Der sieht irgendwie weird aus bei Rettern, oder? So. Bei Rettern besonders. Weg. Freut ihr euch schon auf die Terry-Präsentation morgen? Leute, schon ganz lustig. Ich frage mich zwar, wieso 45 Minuten über einen Charakter gesprochen werden muss, aber... Damit sie danach noch einen anderen Charakter ankündigen, wo sie schon gesagt haben, dass sie den nicht ankündigen? Haben sie echt gesagt? Also ich habe gelesen, der Nintendo-Account von... der Twitter-Account von Nintendo... hat extra noch zu der Ankündigung noch dazu geschrieben, es wird kein Charakter angekündigt. Hey, aber ist trotzdem irgendwie weird, ne? 45 Minuten? Was würdest du so viel zeigen zu einem Charakter? Bei mir halt auch. Es wird kein angekündigt, es werden 2 angekündigt. Oh. Erstmal nochmal die Worte analysieren. Props Play. Dankeschön, dass du dein Geschenkabo von Feder verlängerst. Und Onland Wolf, danke dir für deinen Sub. Aber die Glücksknitz. Muss ich da rein? Nö, ich kann einfach weitergehen. Okay. Im Frühling ist rosa. Fakt ist jedenfalls, es waren 2 verschiedene Jahreszeiten und das war ein bisschen merkwürdig, wenn man so drüber nachdenkt. Hm? Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Wir können auf dem Weg zu dem Schloss ja noch eine TM holen. Auf dem Weg zum Schloss? Nicht auf dem Weg nach Vertania City? Nee, auf dem Weg nach Vertania City liegt nur ein Trank. Und das kriegst du auch nur, wenn du den NPC anredest. Oh. Stimmt sogar.
Yo, hallo Krawumms. Bei mir ist ein Tauboga. Ich will doch nur mal Meditales leveln, Mann. Krawumms wäre doch perfekt dafür. Ich saß es nicht benutzen, Leute. Schon bei Erika? Tja, ja, der Klimawandel sorgt dafür, dass wir gleichzeitig Winter- und Sommerform haben. Ikre, 66 Jahre treu, Dankeschön. Und Mini Busch, danke, dass auch du deinen Zapf von Feder verlängerst. Sehr, sehr lieb von dir. Ich bin froh, dass ich jetzt Säure habe. Reiß den Satz mal aus dem Kontext, Jan. Also bei mir sah es gerade so aus, als hätte Krawumms mit seinem Schritt gejault. Seinem Schritt? Stell dir vor, Jan, wir würden beide durch die Stadt laufen, so zusammen, und würden über unsere Challenge reden. Dann würde ich dir so sagen, boah, ich bin echt froh, dass ich jetzt die Säure habe. Und dann geht jemand uns vorbei, denkt sich so, what the fuck? Ja, vorbei, heutzutage haben wir wahrscheinlich auf der Straße komischere Sachen. Mein Hausgeist fängt an zu lachen, ich weiß nicht warum. Mit 66 Jahren bin ich nicht mal Gründer. Das stimmt, Hendrik ist Gründer tatsächlich sogar. Ich würde gerne mal wissen, Leute, haben wir irgendeinen Gründer gerade hier? Und ich meine mit Gründer einer der ersten 25 Subs, die wir hier hatten, weil die kriegen ja so eine Sonderauszeichnung von Twitch. Ich glaube, die hatte ich leider nicht bei dir. Sad life. Ich bin echt froh, dass du so einen Gründerschwanz hast. Ja, hier, guck mal, gut, Nacht und Raven Knight. Ja, tatsächlich, da, zwei Gründer sind da. Ballern. Don Metroid müsste einer sein. Don Metroid ist bestimmt auch ein Gründer. Ich werde die ganze Zeit aufgehalten hier. No! In den Doppelkampf gelaufen. Aber ich kann auch einfach sagen, nö. Da kann ich gleich nochmal zurückkommen. Ich will mein Item erstmal haben. Don Metroid, 67 Jahre Treue. Dankeschön. Don Metroid, habe ich Gründer gehört. Oh, du hast aber kein Gründerabzeichen. Tatsächlich, Don Metroid, wundert mich. Kannst du ja wegmachen. Oder? Ich habe zumindest 50 Jahre zusammen. Hallo Plalina. Ich habe schon etwas Seltsames gehört als das mit der Säure. Ja, ich definitiv auch. Ich war mal in einem Dönerladen. Ich war gerade so verwirrt. Ich dachte schon, warum habe ich plötzlich einen Kramchef? Aber ja, das ist ja der Partner, mit dem ich gerade kämpfe. Die Gegner haben übrigens ein Quajutsu und ein Rotom Wash. Aua. Jetzt bin ich mal gespannt. Lombrero und Voltolos! Stop it mit den ganzen Elektro-Pokémon! Also, das ist schon ein ziemliches OU-Try-Hard gerade bei den Gegnern. Ich krieg als Partner ein Flapterix. Und der Gegner hat einfach mal einen fucking Voltolos. Ich mach erstmal Scanner. Ich wechsle erstmal auf mein einziges Pokémon, was keine Elektroschwäche aus. Mach das. Ja klar, Aquavelle erstmal verwirrt. Leute, das ist übelst das OU Tryhard Team, Mann. Rotom und Quajutsu. Zum Glück kann der nur Der Donnerschock hat einfach mal Flapterix fast gekillt. Hilfe. Genau, ich war mal in einem Dönerladen, als ich noch in Leverkusen gewohnt habe. Und da haben mich auch Kinder darüber unterhalten. Kein Scherz, Leute. Wortfetzen. Das war nicht mal Wortfetzen. Die haben sich lautstark darüber unterhalten, während sie auf ihr Essen gewartet haben. Und ich habe echt ein Problem hier. Ich hoffe, der hat noch ein Pokémon, ne? Oh ja. I hope. Sonst haben wir auch echt ein Problem. Okay. Oh, nice. Okay. Ja, wobei, das ist besser. Das hat zumindest keine Elektroschwäche. Ich habe ein Lilip als zweites Partner-Pokémon. Ich rede das erstmal zu Ende, was ich eigentlich gerade erzählen wollte. Also Leute, ich war da, wie gesagt, in diesem Laden und da waren halt drei Kinder, die mich miteinander unterhalten haben. Und da fangen die auf einmal sich darüber zu unterhalten. Wie gesagt, kein Scherz, ne? Ich zitiere. Da fragt das eine Kind das andere, sag mal, wenn ich dir jetzt den Finger abschneiden würde, wärst du dann ein Krüppel oder eine Missgeburt? Was? Und ich sitze da so und denke mir so, say what, man? Dazu sage ich nur, Black Fussel, danke für 6 Monate Treue. Super geil von dir. Die haben einfach noch 10 Minuten sich darüber weiter unterhalten. Und ich sitze da die ganze Zeit so richtig so viel zu Omega Weird Man und dachte mir so, ja, mit dem Blueface, das hast du richtig so. Und ja, dann haben sie, ich meine, sie haben es aber versucht, sachlich zu erklären. Ne? Sie haben es versucht irgendwie, es war super weird dazu zu hören, aber irgendwie konnte ich auch nicht weghören. Und das Togetick als zweites ist okay. Aber das Voltolos gerade eben. Und Chris nur so, ich wollte nur einen Döner. Ich wollte nur einen Döner, ist echt so. The Water Drink, danke für deinen Zapf, bekommen wir die Glücksgrills. Vielen Dank. Könnt ihr mal aufhören, mein armes Fluett die ganze Zeit zu, keine Ahnung, anvisieren? Alter, Spoony Bird schreibt safe über Handy, weil er gerade geschrieben hat, ist wie ein Audio-Unfall. Ist auch safe autokorrekt, was aus Auto-Audio gemacht hat, oder? Der Audio-Unfall. Einfach eine Antwort möchte ich halt reinrufen. Also ich meine, sie haben sich dann im Endeffekt darauf geeinigt, nein, das eine bist du nur, wenn du so geboren wirst. Das andere bist du erst, wenn du später wirst. Ich dachte mir, okay. Die waren, keine Ahnung, wie alt waren die? Vielleicht 11 oder 12 oder so, würde ich sagen.
Togetic, was hast du vor mit deinem Metronom? Weckruf. Das ist okay. Recht haben sie. Ja, ja, indeed haben sie recht. Aber es war trotzdem so, was bin ich hörend? Ich muss gerade sagen, ich glaube, du hast selten einen Kampf, wo einfach Säure auf beide sehr effektiv ist. Auf eine Pflanze und auf ein Feben-Pokémon. So. Damals zu meiner Zeit hat man noch über ernsthafte Dinge wie Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon diskutiert. Das ist halt echt so, ne? Kraftreserve. Okay, warte mal, Kraftreserve könnte ganz gut sein. Schnarchelnde Metronom, Weckruf. Scheiße, das ist sogar wirklich gar nicht mal so doof. Weil damit macht er ja mehr Schaden mit dem Weckruf, oder nicht? Wobei, nee. Macht der nicht Hundekot? Es ist natürlich blöd, weil er hat Gena und danach Weckruf gemacht, aber ich bin da noch gar nicht eingeschlafen, theoretisch, in der Runde. Hast du gerade Weckruf gesagt? Der Weckruf, genau. Der Weckruf. Das ist, wenn du dich verläufst und dann nach dem Weg rufst. Das stimmt tatsächlich. Ich rufe nach dem Weg. Damals war der Mann der Schulhofkönig, wenn man Pokémon Level 100 hatte. Das stimmt sogar. Und dann kam der große Evil Guy und hat dich verprügelt und dein Spiel einfach hinweggenommen. Oh Gott, das könnte lange leben. So, Kampf geschafft. Ich habe gerade einen Diancie. Als Gegner? Als Gegner, ja. Okay. Okay. Hast du mich zufällig geheilt? Nein, du bist blöd. Ich dachte gerade, es wäre Stahl. Warum schicke ich mein Feuer-Pokémon rein? Hat sich einfach nur eine fette Stahlschwäche? Ich bin, ja, eben, deswegen habe ich mich gerade total. Master Quitte, danke dir für 800 Treue. Vielen Dank. Gut, nicht auf mich. Alles gut. Da könnten wir theoretisch in die Höhle. Sollen wir jetzt einmal kurz zurücklaufen und uns die TM holen? Ich will halt, mein Problem ist, ich habe ja eigentlich einen Info-Server, aber das ist fast tot, deswegen will ich es nicht reinschicken. Ja, können wir machen. Dann laufe ich schon mal in die Richtung. Weil das könnte potenziell was Besseres sein. Ich sag mal so. Ist egal, was es ist. Ich hab schon Tackle. Das stimmt. Gory sagt, na, wen sehe ich denn da auf der Couch? Wir wollten die ganze Route noch machen, merke ich gerade sogar. Also wenn mein Partner auch eine Nuzlocke spielen würde, dann wäre er jetzt, glaube ich, komplett ausgelöscht. Ja. Das hat ihn so umgehauen. Sein komplettes Team ist tot. Jau. Hat er denn wenigstens coole Pokémon gehabt? Ich werde Schwert, eben nicht Schwert spielen, ich werde Schild spielen. Und zwar nur wegen Punita. Na gut. Mehr weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Wir haben immer noch keinen Platscher. Oh, bitte nicht. Alle wollen den Platscher. Ich sehe schon, sobald einer von uns den TM Platscher bekommt, ist richtig Party im Chat. Aber übelst. Ist schon was gestorben? Nur der Typ hinter mir, das ist der Geist. Sorry, Vater. Ja, Emre. So, aber ja genau, erstmal die ganzen Trainer auf der einen Route da clearen. So. Dann einmal zurücklaufen und dann nehme ich erst den rechten Weg von der Allee. Und dann schauen wir mal, was da noch so ist. Dum, 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 dum. Explosion. Ja, bitte nicht. Viele Schild zuerst, weil ich es runtergeladen habe und ich Schwert als Retail bekomme. Ja, das ist durchaus ein gutes Argument. Und Hallöchen, Ship of Ardes. So. Da ist jemand. Die Kämpferin Tibor mit Resladero. Please don't do this to me. Herr Emre schreibt in Chat, wie kann er das denn machen? Ich spiele Schwert wegen dem lauchigsten aller Lauchs. Okay, Mann. Wie meinst du damit, Gory? Probieren wir mal mit Fleckknäuel aus. Die Namen sind auch gerandomized, ja. Der Trainer? Yundoch. Alter, da ist einer im Gras. Okay, perfekt. Yundoch darf einfach nicht kämpfen. Echt mal, ne? Ich darf auch mein Pokémon nicht benutzen, Mann. Die Sache ist, ich habe noch nicht mal eine gute Attacke auf Ordoch. Das Beste, was es machen kann, Korrektur. Das Einzige, was es machen kann, ist Duplex-Heap. Guck mal, was ich für eine Kraftreserve habe. Bitte? Die ist neutral gegen Kokowai. Muss also Drache sein. Keine andere Option. Besser, Dankeschön für 9 Monate. Euer Glückwunsch zum Stream, Baby. So, und Level 20 hier. Wie war das? Flecknoll entwickelt sich durch Zuneigung? Ja. Das könnte noch ein Spaß werden. Kann denn Ordoch wenigstens eine TM lernen? Du kannst nicht eine einzige TM lernen. Mann, ey!
JK Creeper, danke dir für 8 Monate Treue, danke schön. Dürft ihr bitte aufwachen, das wäre fantastisch. Dann weiter hier durch. Naja. Oh, da war noch ein Trainer. Du hast keine Chance gegen mich. Kann ich irgendwie die anderen Leute ausschalten? Der eine labert was wegen Klo gucken und der ist voll laut. Was? Ja, komm, ich glaube, Omod schaffe ich. Laufen hast? Ich habe keine Ahnung. Omod Level 14. Da komm, das geht. Bitte. Pack den Superschall wieder ein. Ich benutze einen Trank, Jan. Okay. Eins. Haben wir uns überhaupt im letzten Stream so irgendwie an die Trankregel gehalten? Ja, schon. Shylike, 21 Jahre treu. Dankeschön. Aufgewacht, dankeschön. Kann ich es bitte jetzt einfach in den nächsten Angriff killen? Das wäre fantabulös. Ich würde ausrasten vor Freude, wenn es jetzt abnippelt. Pass auf. Yes. Tot. Bogorino. Nice. 5-mal getroffen. Clean. Und das Coole ist, ey, ich setze jetzt zum allerersten Mal, glaube ich, effektiv Heilung ein. Um meine Vergiftung zu heilen. Er benutzt legitim Heilung. Die Attacke Heilung. Ah, so sieht die Animation also aus. Normalstahl, Drachengestein, alles unnütze Kraftreserven, behaupte ich. Stahl ist unnütz, da hast du GPL noch nicht gesehen. Ich benutze noch einen Trank. Okay. Worauf irgendwie auf der Kunde hat die ganze Zeit einen Typ gelaufen. Ich wollte schon sagen, irgendwas muss da noch laufen zwischenrum. Nice! Yundoch hat ihren ersten Kampf gewonnen. Das zählt nicht, Chris. Okay. Eieiei, Alter. Ich brauche halt dringend mal. Also, Medital ist schön und gut, Leute, aber es hat halt echt nur Abfallattacken, ne? Was kann es denn? Die stärkste Attacke, die ich habe, ist Zerschneider. Also, ich habe halt noch Konfusion und eine Kraftreserve, aber das ist halt leider beide speziell, ne? Hm. Ich glaube, das schaffe ich mit Ordoch auch. Ein Horn-Liu. Level 14. Eine beschissene Tropius-Animation ausgemacht. Das war halt in Y hat das ja Sinn, dass es so eine Animation ist. Genau wie Panzer Aeron sieht auch richtig beschissen aus. Aber es muss halt diese Flugkämpfe geben. Dass sie die halt immer noch benutzen, das ist eigentlich eine Frechheit. Ja. Also ich rede jetzt wirklich nur von den Fluganimationen, weil das sieht halt schon heftig aus wie T-Posing bei manchen von den Flug-Pokémon, ne? Aufwecker gefunden, Leute. Hm. Nice. 2 Kämpfe in Folge gewonnen mit Ordoch. Kranker Scheiß. Ja. Yeah. Auf welcher Seite ist eigentlich das? Ich glaube, die Therme ist auf der rechten Seite. Ich bete für eine Durchbruchs-TM. Problem ist, Sorbis ist gerandomized, wer was lernen kann. Also, naja. Grefeldes ist auch in der Gen 5 deutlich besser aus. Stimmt, Grefeldes fliegt auch. Diese ganzen Flugpunkte soll man nicht fliegen. Also nicht alle von denen jedenfalls. Sieht kacke aus bei den meisten. Den habe ich nicht gesehen. Ach, der wird testen. Gegen Flug. Kommt auch schön, wenn du einfach random im Gras ein Ass-Duo findest. Oh ja. Warum können die eigentlich alle Hypnose? Vital ist denn auf 29 erste offensive Attacke. Toll. Okay. Ja. Rescaldero, mach du das mal. Süchchen. Liebe Kinder der Nacht, wir kehren jetzt auf der anderen Seite zurück und gönnen uns gleich eine TM, weil Jan hat ja gesagt, dass die auf der rechten Seite ist. Ich vermute es. Stimmt's, Jan? Ich hoffe es. Ich muss gleich mal Tränke kaufen. Weißt du, baitet mich erst mit dem Ebolag nach Motto so, ja, ich hab nix und kommt dann mit einem Gengar raus. Aber das Gengar war einfach fast One-Hit. Gengar, ey. Pass auf, ich werd gebaitet. Warum habe ich eigentlich immer nur die Mates? Was hat die eingesetzt? Von Weisel. Warum sind da so viele Flug-Pokémon? Sag mir das mal jemand. Normalerweise auch. Ich glaube, da kann ich mir sparen. Hesladero war schneller. Ja, das Gengar war aber auch 6 Level tiefer. Oder 7. Dann wundert mich das nicht.